So, jetzt. So, wir betreten jetzt hier den Führungsraum, was der größte Raum der Bunkeranlage ist. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine fragen sich in Europa viele Menschen, wo suche ich im Ernstfall Zuflucht? Vor allem in Deutschland ist das ein Problem. Um unseren Zivilschutz ist es schlecht bestellt. Er war jahrzehntelang nur ein Anhängsel des Katastrophenschutzes und das muss sich wieder ändern. Die meisten deutschen Bunker sind museumsreif. Anders in der Schweiz. Hier wird jedem Bürger ein Platz im Schutzraum garantiert. Ich persönlich bin froh, dass auch ich einen Schutzplatz habe hier in meiner Gemeinde. Und ich finde, das ist auch beruhigend. Ilbenstadt bei Frankfurt am Main. 12 Meter unter der Erde liegt hier ein großer Bunker aus der Zeit des Kalten Kriegs. Heute ist er ein Museum. Andreas Kling ist Zivilschutzexperte. Er berät Bundesbehörden beim Katastrophenmanagement im In- und Ausland. Er macht sich ein Bild davon, inwiefern die Anlage heute noch Schutz bietet. Sehr interessant, allein schon der Eingang. Wer hat denn schon so eine sichere Haustür? Früher sollten hier 92 Personen bis zu 4 Wochen unterkommen. Thomas Köppe und sein Museumsverein halten den Bunker instand. Also alles manuell, alles analog. Ne? Und die Energie, der Strom, wo kommt der jetzt her? Die kommt natürlich jetzt aus dem öffentlichen Netz. Und im Ernstfall hätte man natürlich dann Notstromaggregate gehabt, die dann die Bunkeranlage mit Notstrom versorgen. Die Türen bieten natürlich einen direkten Schutz auf jeden Fall, aber für größere Angriffe dann nicht mehr. Einem Treffer mit bunkerbrechenden Bomben oder taktischen Atomwaffen würde die Anlage wohl nicht standhalten. Hier hätte im Prinzip das Führungspersonal gesessen und auch so wie die Tische heute stehen, hätten sie damals gestanden. Auch die Bezeichnung. Andreas Kling war unter anderem für die Vereinten Nationen als Katastrophenhelfer in Krisengebieten unterwegs. Die Anlage weckt Erinnerungen an seine Einsätze. Es ist wie immer in Bunkeranlagen bedrückend, weil klar, es ist im Endeffekt der letzte Zuflucht, den man hat. Zweiter Eindruck natürlich Stand der Technik, 70er Jahre, auch der Stabsaufbau, alles schon ein paar Jahre älter, aber das ist ja ganz normal und auch sicherlich eine Technologie, die damals sehr robust und widerstandsfähig war, auch in Kriegszeiten. Jahrzehnte wurde hier nicht mehr investiert. 2007 beschließt der Bund sogar, einen Großteil seiner Bunkeranlagen stillzulegen. Auch Andreas Kling hätte keine Anlaufstelle. Der Vater von 3 Kindern aus Weingarten bei Karlsruhe müsste im Ernstfall improvisieren. Also ich persönlich habe keinen Schutzraum zu Hause. Was ich habe, ist im Endeffekt ein Kellerraum, den man notdürftig absichern könnte. Natürlich nicht so wie hier mit Panzertüren etc. Aber man kann zumindest mal, es gibt einen Notausstieg über ein Kellerfenster. Man kann mit Sandsäcken das Ganze noch ein bisschen schützen. Und da würde ich notfalls mit meiner Familie Schutz suchen. Im Kalten Krieg gab es etwa 2000 öffentliche Schutzanlagen in Westdeutschland. Heute besitzt der Bund nur noch rund 600 Bunker mit weniger als 500.000 Plätzen. Wie viele von ihnen einsatzbereit sind, ist unklar. Was die öffentlichen Schutzräume betrifft, es sind definitiv zu wenig. Definitiv sind die meisten von ihnen oder sogar alle im Endeffekt aus der Zivilschutzbindung entlassen, das heißt, nicht entsprechend vorbereitet. Es gibt viele Schutzräume oder noch bestehende Anlagen, die man zumindest mal, um einen gewissen Schutzgrad zu erzielen, relativ einfach wieder aufrüsten könnte. Viel Schalter und viel Drehhähne vorhanden sind. Also, wenn ich das jetzt mal anschaue. In Afghanistan, im Sudan und im ehemaligen Jugoslawien war Andreas Kling als Berater im Einsatz. 1995 gerät er in Zagreb selbst in Lebensgefahr, als die Stadt mit Raketen beschossen wird. Er muss in einen Bunker fliehen.
keine Kühlkompressoren. Am eigenen Erleben, während des Krieges in ehemaligen Jugoslawien, bei Luftangriffen und so weiter, sind wir in Schutzräume gegangen. Und es ist natürlich dann auch mal, wenn wirklich dort im Ernstfall auch dann die Bunkertüren geschlossen werden, es ist schon ein besonderes Gefühl. Es ist beklemmend, es ist dunkel, es ist kalt, es ist die Unsicherheit, die dazu kommt. Ich wünsche es niemand. Leider ist es nun mal so, dass Hunderttausende von Menschen, die es tatsächlich derzeit in der Ukraine erleben müssen. So, da gehen wir jetzt nochmal. In der Schweiz ist der Schutzraumbau seit Jahrzehnten Pflicht. Mingoy in Elk bei Zürich ist eines von nur drei Unternehmen, die in der Schweiz Bunker ausrüsten und die Teile dafür selbst herstellen. Christoph Singer und sein Team erleben seit Monaten eine stark gestiegene Nachfrage. Das Auftragsvolumen in der Schweiz seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich grundsätzlich in diese Richtung entwickelt, dass wir viel mehr Kleinaufträge haben. Es gibt Anfragen von Privatpersonen, die sagen, ich möchte einen Schutzraum bauen für mich selber, privat, und vielleicht auch einen Schutzraum nachträglich in den Keller einbauen. Das sind aber Sachen, die sind sehr kostspielig und nicht von heute auf morgen realisierbar. Seit mehr als 60 Jahren baut und erneuert das Familienunternehmen Schutzräume und Zubehör. Monteur Thomas Halbeisen und ein Kollege bereiten morgens auf dem Werksgelände einen Einbau vor. Sie arbeiten die vielen Aufträge ab. Wir montieren heute zwei Belüftungsanlagen in zwei verschiedenen Schutzräumen. Die gleiche Baustelle, zwei Schutzräume. Seit dem Ukraine-Krieg ist auch die Nachfrage gestiegen. Man hat auch aus dem Ausland Nachfragen bekommen. Wie funktioniert das bei uns? Seit 5 Jahren arbeitet der gelernte Kfz-Mechaniker für das Unternehmen. Er gehört hier zu den erfahrensten Monteuren. Hunderte Schutzräume hat er bislang installiert. Der Krieg in der Ukraine bedeutet für Thomas Halbeisen nicht nur mehr Arbeit, auch privat ist er Thema. Also der Ukraine-Krieg beschäftigt mich persönlich schon auch, weil ich habe persönliche Leute, die ich dort kenne, die betroffen sind direkt. Es ist auch verdammt nah. Und da macht man sich schon Gedanken und hat da ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Auch die künftigen Bewohner dieser neuen Mehrfamilienhäuser im Kanton Thurgau sollen im Ernstfall sicher unterkommen. Rund 360.000 solcher privater Schutzräume gibt es in der Schweiz insgesamt. Weitere 2.300 gehören den Kommunen. Dadurch hat die Schweiz schon jetzt mehr Bunkerplätze als Einwohner. Und es wird immer noch gebaut. Thomas Halbeisen justiert eine schwere Panzertür und den Panzerdeckel für den Notausstieg. Der Zeitplan ist straff. Beide Räume sollen bis zum Abend fertig werden. Ich schaue jetzt, dass ich ihn so einstelle, dass auch Sie ihn öffnen und schließen könnten. Das heißt, ich schmiere alles. Und was auch sehr wichtig ist, wir haben hier noch die Verschlusssicherung. Das ist, wenn ich den Deckel schließe, muss sich diese Verschlusssicherung muss sich bewegen. Was sie jetzt noch nicht macht, ist aber normal, weil vom Betonieren mit der Feuchtigkeit kann es sein, dass es mal ein wenig harzt oder klemmt. Thomas Halbeisen muss nachbessern. Egal was für eine Bombe fliegt jetzt hier in der Umgebung, fliegt hier rein oder in der Umgebung raus, es gibt eine Druckwelle. Was man aber auch vergisst, man hat ja nicht nur die Druckwelle, sondern man hat ja auch nachher einen Sog, den es gibt. Und unsere Türen sind für beides ausgelegt. Grundsätzlich haben in der Schweiz alle Schutzräume die gleiche Ausstattung. Die technischen Normen gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz vor. Als nächstes montiert Thomas Halbeisen den Gasfilter der Belüftungsanlage. Fällt im Ernstfall der Strom aus, können die Bunkerinsassen per Hand Frischluft in den Schutzraum pumpen. In der Regel kurbeln dann mehrere Personen im Schichtbetrieb. Es dürfen, wenn wir einen Schutzraum beziehen würden, darf nicht jeder schlafen, es muss jemand Wache halten. Man braucht bestimmt 2 Leute, die das Belüftungsaggregat bedienen. Und das macht man dann natürlich in einem Rhythmus. Thomas Halbeisen testet den Handbetrieb. Für den Ernstfall hat er noch einen Tipp. Man hat keine Anzeige, wenn der Sauerstoff zu knapp wird. Wir empfehlen von der alten Schule immer eine Kerze im Schutzraum zu haben. Also wenn sie ausgeht, ist es schon zu spät. Aber es wäre besser, wenn die Flamme kleiner wird, wieder beginnen zu kurbeln.
Der Monteur selbst hat zu Hause keinen eigenen Schutzraum. Oh ja, ich hole schon einen. Wie viele Eidgenossen käme er in einem kommunalen Bunker unter. Das wichtigste Teil, nebst allem anderen, es ist einfach der Gasfilter. Der Gasfilter schützt uns vor Chemie, Radioaktivität und gegen alle bekannten Kampfstoffe. Er ist jetzt plombiert und darf nur angehängt werden, wenn es der Bund eigentlich sagt. Also man hat dann ein Radio hier unten, der sagt, Achtung, Chemie oder Radioaktivität, und dann darf man den Gasfilter in Betrieb nehmen. Denn vorab geöffnete Filter werden feucht und können so Giftstoffe schlechter aufnehmen. Kerzers bei Bern. Die Familie Zurkinden bewohnt hier ein Haus mit einem privaten Schutzraum. Christoph Fluri vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz führt bei ihnen eine Schutzraumkontrolle durch. Guten Tag, Herr Zurkinden. Guten Tag, Herr Fluri. Wir haben uns ja angemeldet. Ja. Mindestens alle 10 Jahre kontrollieren die Inspekteure die privaten Bunker. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Christoph Fluri beginnt mit der Panzertür. Jetzt schauen wir einmal, ob sie leichtgängig ist, ob wir sie schließen können. Ja. Jetzt ist der sehr schwer. Ja. Das können wir gleich ausprobieren. Die Tür ist circa 1 Tonne schwer. Sie muss leicht zu schließen und luftdicht sein. Voilà, das geht tiptop. Der Schutzraum ist nur rund 15 Quadratmeter groß. Im Notfall sollen hier bis zu 13 Personen unterkommen. Also wir rechnen pro Person 1 Quadratmeter plus 2,5 Kubikmeter Luft. Das scheint wenig zu sein, aber das werden wir auch sehen. Die Leute werden in 3er-Liegestellen platziert. Es gibt dann noch wenig Platz, wo man vielleicht einen Stuhl oder einen kleinen Tisch hinstellen kann. Aber das reicht. Gut. Wie sieht das eigentlich aus? Sie sagen, sei Beton, ist der irgendwie verstärkt, viel mehr als andere Betonwände. Also man sieht, Sie können das hier sehen, die Dicke ist hier viel, viel größer als bei einer normalen Mauer. Die ist etwa 18 cm dick, die ist 30 cm. Ah, okay. Die meisten Schweizer nutzen den Schutzraum im Alltag als Abstellkammer oder Lagerraum. Diese Schutzräume werden sehr, sehr oft als Weinkeller genutzt. Und das ist den Leuten in der Schweiz schon fast ans Herz gewachsen. Also wenn man von Schutzräumen spricht, dann sagt man, das ist ein guter Weinkeller. Dann haben wir den Unterstieg angeschaut. Das ist auch TikTok. Innerhalb von 5 Tagen sollte der Schutzraum ausgeräumt werden und mit dem nötigen, vor allem Liegestellen, Trockenklosett, vielleicht einen kleinen Tisch, wenn es noch Platz hat, Stühle und natürlich auch mit den nötigen Wasser oder Nahrungsmittel, die sie brauchen. Und mit dem Radio? Radio, wichtig, der gehört dazu. Batteriebetriebenes Radio, damit sie die Informationen der Behörden mitbekommen. Okay. Ja, man macht sich insbesondere jetzt in dieser Zeit natürlich schon Gedanken. Und ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen mehr Getränke im Schutzraum als üblich. Das Herzstück des Schutzraums ist auch hier die Belüftungsanlage. François Zurkinden assistiert bei der Kontrolle des Filters. So, dann diesen Deckel. Jawohl. Also, schauen wir. Sehen Sie, das ist hier der Vorfilter. Da werden einfach grobe Partikel einmal herausgefiltert. Ja. Hier muss man schauen, dass es sauber ist. Hier drinnen sieht man übrigens auch noch das Explosionsschutzventil, dass nicht der ganze Explosionsdruck direkt in den Raum hineinkommt oder auf die Maschine. So, läuft. Man hat auch den Grundsatz gehabt, es gibt keinen absoluten Schutz, aber einen sehr, sehr hohen Schutz. Und man hat dieses Konzept dann auch wirklich in der Schweiz verwirklicht, über all diese Jahrzehnte. Das Sicherheitskonzept reicht zurück in die 1930er Jahre. Mit der Angst vor einer Invasion durch Nazi-Deutschland wuchs das Schutzbedürfnis der Eidgenossen. Dann folgten der Zweite Weltkrieg und der Kalte Krieg. Seit 1971 gilt eine allgemeine Schutzraumpflicht. Sind in einer Gemeinde zu wenig Plätze vorhanden, müssen Hauseigentümer auch heute noch Schutzräume errichten. Wer nicht selbst baut, zahlt stattdessen einen Ersatzbeitrag. Zur Schutzraumausstattung gehören neben mehrstöckigen Feldbetten auch Trockenklosetts.
François Zurkinden zeigt, wie die funktionieren. Dann kommt der Deckel drauf. Die Grundidee bei uns war eigentlich, wir haben dieses System aufgebaut mit etlichem Geld. Und es ist viel billiger, dieses System wert zu erhalten und es nicht einfach aufzugeben. Nach gut einer Stunde hat Christoph Fluri die Kontrolle abgeschlossen. Hier gibt es keine Mängel. Auch die Schutzraumabschlüsse sind gut. Sehr gut. Abschlüsse sind dicht. Also wir haben hier einen tiptop unterhaltenen Schutzraum angetroffen, so wie es eigentlich sein müsste. Der Hauseigentümer selber, Herr Zurkinden, hat auch seinen Beitrag dazu geleistet. Ein staatlicher Fonds übernimmt die Reparaturkosten. Die nächste Kontrolle ist in Lys bei Bern. Zu einem Hotel gehört ein kommunaler öffentlicher Schutzraum, für den die Gemeinde verantwortlich ist. Anders als bei privaten Schutzräumen muss diese bei Mängeln selbst für die Reparatur aufkommen. Christoph Fluri wird bei seiner Kontrolle von Hotelbetreiber Christoph Leuenberger begleitet. Das Hotel darf den Schutzraum als Garage nutzen. 300 Menschen sollen hier im Ernstfall unterkommen. Deshalb verfügt es sowohl über eine eigene Wasserversorgung als auch über eine Küche. Hier hat es einen Holzfeuerherd, mit dem man kochen kann. Und wenn ich das sehe, das kann man innerhalb von 5 Tagen kann man das räumen. Ja. Und so herrichten, dass es benutzbar ist. Genau. Ja, das ist korrekt so. In der Garage macht der Hotelbetreiber Christoph Fluri auf einen gravierenden technischen Defekt aufmerksam. Also hier ist die Panzerschiebetüre. Ist ein mächtiges Ding da. Wann haben Sie die zum letzten Mal geschlossen? Erinnern Sie sich? 2007. Vor meiner Zeit. Ja. Und die funktioniert noch, da müsste man das wieder einmal machen. Das müsste die Gemeinde in der nächsten Zeit revidieren. Sie müsste einmal im Jahr bewegt werden. 2007 war Hochwasser, wurde nicht bewegt und darum ist sie nicht funktionstüchtig. Ja, dann müsste man das sicher jetzt nächstens einmal wieder bewegen und schauen, ob das Ganze funktioniert. Genau. Möglicherweise ist die Schiebevorrichtung verschmutzt. Die Reinigung muss die Gemeinde übernehmen. Seit 27 Jahren ist Christoph Fluri im Beruf. Schwere Mängel findet er bei seinen Kontrollen nur selten vor. Der krasseste Fall, den ich kenne, war ein Einfamilienhaus. Der Besitzer hat ein schönes Haus gehabt am Hang. Und wahrscheinlich hat er ein neues Auto gekauft und zu wenig Platz in der Garage gehabt. Dann hat er die Erde weggenommen, bis er am Schutzraum war, die Betonwand aufgeschnitten und hat ein Garagentor rangemacht und hat daraus eine Garage gemacht. Das geht natürlich gar nicht. Zurück im Bunker von Ilbenstadt. Bis zu 10 Milliarden Euro will der Bund künftig in den Zivilschutz investieren. Eine Modernisierung dieser Anlage hält Andreas Kling grundsätzlich für machbar. In der derzeitigen Situation sehe ich schon, dass der Bunker wieder reaktivierbar ist. Weil die Grundstruktur ist ja vorhanden. Die Grundstruktur ist ja auch gut gepflegt. Eventuell würde man bestimmte Filterelemente, Türelemente austauschen und natürlich die Kommunikationstechnologie, also die Funkgeräte, die Telefonanlagen etc. Ganz klar, da müsste man natürlich kräftig investieren, aber das sind auch Sachen, die möglich sind. Thomas Köppe vom Museumsverein ist da anderer Meinung. Die komplette Technik würde gar nicht mehr gehen. Die Türanlage, das ist ja das geringste, aber das Problem, Wasserversorgung. Lüftungsanlage, Dieselkraftstoff, Dieselgeneratoren. Die ganzen Leitungen müssten komplett getauscht werden. Das macht keine Sau. Das macht keiner mehr, weil das geht nicht. Das ist einfach viel zu aufwendig. Was will ich wirklich schützen an der Stelle? Will ich im Endeffekt Schutz haben für solche, sagen wir mal, Kämpfe, wie wir es in der Ukraine sehen, Artilleriegeschosse, Boden-Boden-Raketen, konventioneller Art? Das ist die Frage. Und das mag da schon sein, würde ich mich hier schon sehr sicher fühlen. Selbst wenn viele Bunker wieder reaktiviert werden können, von einem Schutzgrad wie in der Schweiz ist Deutschland weit entfernt. Wir haben ja in der Bundesrepublik die letzten 70 Jahre nach Kriegsende ja wirklich keine größeren Katastrophen erlebt. Dadurch hat auch im Endeffekt natürlich die Bevölkerung teilweise verlernt, mit Katastrophen umzugehen.
Man bevorratet nichts mehr, man macht keine Übungen, die Warnsysteme sind nur unzureichend. Und dadurch sind wir jetzt im Endeffekt sehr, sehr verletzlich geworden. In der Bundespolitik wird über eine Reform des Zivilschutzes diskutiert. Die Grünen schlagen zum Beispiel einen 15-Punkte-Plan vor. Nicht nur alte Bunker sollen modernisiert, sondern auch Parkhäuser und U-Bahn-Stationen zu Schutzräumen werden. Andreas Kling besucht die Frankfurter Innenstadt. Die U-Bahn-Station Domrömer liegt besonders tief unter der Erde. Wo der Laie nur Tunnel sieht, erkennt er Potenzial. Gut ist es natürlich auch immer, wenn ich eine Räumlichkeit habe, wo es verschiedene Ausgänge gibt. Weil das ist ja auch gerade im Zweiten Weltkrieg sehr oft passiert. Im Endeffekt dort, wo wirklich die Städte größtenteils zerstört waren, dass halt auch oft die Kellereingänge verschüttet waren. Und dann ist man natürlich auf sogenannte Notausstiege oder einen zweiten Ausgang halt angewiesen. Da die alten Bunkeranlagen ihre ursprüngliche Schutzfunktion nicht mehr erfüllen, könnten U-Bahn-Stationen wie diese im Krisenfall Abhilfe schaffen. Also ich sehe hier an so einer Station wirklich sehr viele Vorteile für den Schutz der Bevölkerung bei kriegerischen Ereignissen. A, es ist wirklich stadtnah, zentral. Die Menschen können hier im Endeffekt die Schutzräume oder die U-Bahn-Station in wenigen Minuten erreichen. Man ist tief unter der Erde, also hat auch einen Schutz gegen direkten Einschläge, aber auch gegen Splitter. Und man kann in so einem Gebäude doch relativ viele Menschen unterbringen. Die Zeit drängt, mahnt Andreas Kling. Deutschland müsse endlich handeln. In der Schweiz gibt es sogar alte Bunkerfestungen, in denen Soldaten ihren Dienst verrichten. Hauptmann Pius Bleisch weiß, welche Herausforderungen der Dienst unter Tage mit sich bringt. Seit 5 Jahren ist der Kompaniechef immer wieder in einem Bunker stationiert. Guten Morgen, Kompanie. Es ist 0545 und 0645 alle auf dem AV-Platz. 0700 AV. Guten Morgen. Die Festung Castells liegt im Kanton St. Gallen. Tief unten im Berg wacht Bleischs Kompanie auf. 120 Mann. Alles Reservisten. Während der Übung verbringen sie 4 Wochen unter Tage. So gewöhnt der Hauptmann seine Truppe an den Dienst im Bunker. Morgen. Morgen, meine Herren. Morgen. Tipptopp. Tipptopp. Gut. Aber es gibt einige, die sind sicher froh, wenn sie hier wieder raus können nach 4 Wochen. Aber grundsätzlich ist es ja kein Problem. Das Bett ist tipptopp, die Lüftung ist okay, das Essen ist gut. Also wer will da raus? Zeit für das Frühstück. Bis zu 300 Soldaten können hier 3 Monate ausharren. Gebaut wurde Castells im Zweiten Weltkrieg als Teil eines Festungsgürtels gegen eine drohende deutsche Invasion. Im Kalten Krieg wurden die Bunker dann modernisiert. Wie viele der alten sogenannten Reduits weiter genutzt werden, ist geheim. Im Krisenfall kann ein Teil der Schweizer Armee die alten Festungen als Rückzugsort nutzen. Das Schutzgefühl, wenn man in einem Bunker in solchen unterirdischen Anlagen leben darf, ist sicher gesteigert. Wir haben 60 Meter Fels oder noch mehr oberhalb von uns, schützt uns. Natürlich gibt es eine gewisse Sicherheit. Man verliert das Zeitgefühl ein bisschen, das Tageslicht fehlt, aber man ist unter Tag tiptop aufgehoben hier im Bunker. Nach dem Frühstück darf die Truppe nach draußen zum Morgenappell. Ein steiler Aufstieg über 40 Meter. Für manchen ist es die einzige Gelegenheit des Tages, frische Luft zu schnappen. Das Leben im Bunker ist für alle gerade am Anfang gewöhnungsbedürftig. Zum Glück haben wir Uhren oder Handys dabei. So können wir die Zeit noch sehen. Aber wenn wir die Zeit nicht mehr hätten, dann würden wir jegliches Gefühl für die Zeit verlieren. Das ist halt speziell, man hat kein Tageslicht im Bunker und man weiß nicht, welche Witterung hier außen ist. Das ist schon ein bisschen schwierig, aber sonst ist es eigentlich nicht so schlimm. Gobi, Ruhe! Morgen! Morgen! Da hier. Ein Teil der Reservekompanie verlässt den Bunker anschließend für Schießübungen.
Der Rest der Truppe bleibt in der Festung, um die Anlage instand zu halten. Kevin Meyer und sein Kollege sind zum Putzen eingeteilt. 3 Wochen lang machen die beiden jeden Tag den gleichen Job und reinigen für alle 120 Soldaten und Soldatinnen die Sanitäranlagen. So, meine Herren, wie sieht's aus? Bei seinem morgendlichen Kontrollgang sieht Pius Bleisch auch in der Sanitäranlage nach dem Rechten. Matthias Besmier, alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Tipptopp. Ja. Super, sehr gute Arbeit, sieht ordentlich aus. Vielen Dank. Ja, nee, danke. Weitermachen. Trotz des Lobes, der mehrwöchige Aufenthalt im Bunker hinterlässt bei den Soldaten Spuren. Also was ich etwas vermisse, ist das Fenster zu öffnen und die frische Luft. Zum Beispiel das oder auch die Aussicht. Man kann mal aus dem Fenster schauen, sieht ein Vogel. Das fehlt mir hier denn schon. Oder die Bäume, die Natur oder Autogeräusche. Halt einfach das, was man sonst in der Zivilisation hat. Das merkt man. Hygiene ist im Bunker noch wichtiger als in einer herkömmlichen Kaserne. Pius Bleisch legt darauf deshalb besonderen Wert. In der Schweizer Armee haben wir Vorschriften, die wir einhalten müssen, betreffend Hygiene. Und hier drin ist es extrem wichtig, weil ich habe nur Belüftung hier drin, die mir hilft bei der Hygiene, dass wir eine frische Luft haben. Bei einer oberirdischen Anlage haben wir Fenster, die wir öffnen können. Hier drin haben wir nur unsere Lüftung. Deswegen ist die Hygiene sehr wichtig, auch dass die Sauberkeit in den Waschräumen durchgehend gewährleistet ist. Beim Mittagessen speisen Offiziere und Soldaten auch in der Bergfestung getrennt. Für den Befehlshabenden hat das Leben unter Tage einen entscheidenden Vorzug. Der Vorteil von dieser Unterkunft gegenüber einer normalen Kaserne ist ganz klar. Ich habe meine Leute beisammen. Sie gehen nicht einfach raus. Ich habe die immer unter Kontrolle, weil keiner läuft freiwillig diverse Treppenstufen nach oben, nur damit er die Unterkunft verlassen kann, außer er geht einer rauchen. Und auch die Weite zum nächsten Restaurant ist so beträchtlich, dass ich die Leute keine Angst haben muss, dass sich meine Leute selbstständig aus der Unterkunft bewegen. Tausende Bunker schlugen die Schweizer im Zweiten Weltkrieg in die Berge. Die Festung Castells zumindest hinterlässt bei Neuankömmlingen Eindruck. Für die Leute, die das erste Mal herkommen, ist der Wow-Effekt von so einer Anlage ist enorm. Und Leute, die wiederkehrend hier sind, die kennen das Ganze ein bisschen. Also ein Lagerkoller gibt es nicht. Ganze 4 Wochen, in denen wir Wiederholungsdienst leisten, ist es kein Problem. Am Nachmittag kehrt der Hauptteil der Truppe vom Schießstand zurück. Ihre letzte Aufgabe des Tages? Die Reinigung der Waffen. Auch hier schaut Pius Bleisch genau hin. Der studierte Elektroingenieur ist stolz auf den hohen Ausbildungsstand der Kompanie. Ich bin sehr zufrieden mit der Inspektion. Die Leute arbeiten selbstständig, ruhig und reinigen ihre Gewehre, die sie heute gebraucht haben. Nach Feierabend ziehen sich die Reservisten auf ihre Stuben zurück. Da der WLAN-Empfang tief im Berg schlecht ist, sind Gesellschaftsspiele gefragt. Ich habe am Anfang direkt 2 Bücher mal durchgelesen. Nachdem ich diese fertig hatte, ja, wir sind halt sehr viel am Kartenspielen. Man sucht sich halt dann eine andere Beschäftigung dementsprechend. Pius Bleisch genießt die Stille sogar. Ich schreibe meiner Frau regelmäßig eine WhatsApp-Nachricht. Aber ansonsten bin ich froh, wenn ich hier drin bin, dass ich keinen Empfang habe. Zimmerfreizeit ist sehr wichtig bei uns im Einsatz. Die Leute haben sehr viel Programm. Und trotzdem gibt es auch kleine Fenster, wo die Leute sich austoben oder sich sportlich betätigen. Für Reservist Alain Meyer ist der Sport ein Ausgleich zu den Herausforderungen des Bunkerlebens. Man schläft ziemlich nah aufeinander und es ist immer ein bisschen dicke Luft. Am Anfang hat man ein bisschen Kopfschmerzen, bis man sich an die Luft gewöhnt hier drin. Ich habe schon mal 3 Wochen im Bunker gelebt. Das war noch ein bisschen kleiner und ein bisschen enger und ein bisschen, da hat es noch Bettwanzen gehabt und das war ein bisschen andere Lifestyle. Auf den Gängen kehrt langsam Ruhe ein. Der Kommandoposten bleibt allerdings besetzt, denn die Festung ist rund um die Uhr einsatzbereit. Ich glaube, aktuell erfährt die Schweizer Armee wieder eine größere Unterstützung in der Bevölkerung durch die Krise oder den Krieg unmittelbar vor der Haustür. Es wird auch wieder mehr Geld investiert in die Armee. Wir haben Bunker, die wir jetzt nutzen. Ich glaube, es hilft sicher als Schulung, wenn man merkt, wie man unter Tag arbeiten kann. Auf der Baustelle im Kanton Thurgau geht es voran. Die Monteure rüsten inzwischen den 2. Schutzraum aus und machen eine kurze Pause. Geschäftsführer Christoph Singer prüft, ob die beiden alles richtig installiert haben.
Ein Fehler könnte im Ernstfall tödliche Konsequenzen nach sich ziehen. Hallo Thomas. Hoi, Christoph. Und? Hallo Thomas. Wie geht's? Gut, hä? Soweit. Okay. Zweiter Schutzraum haben wir jetzt begonnen. Gehen wir also am besten wir mal schauen. Okay. Super. So, also ich denke, wir schauen schnell. Pro Jahr rüstet Christoph Singers Team mehrere hundert Schutzräume aus oder nach. Zuerst kontrolliert er die Panzertür. Du hast einreguliert, hast du? Genau. Mit den Klobenabstandshaltern. Sehr gut. Die ist schließbar. Gehen wir rein, bitte. Und Panzerdecke, das Gleiche, nicht gestrichen. Müssen wir im Protokoll noch festhalten, dass das noch gemacht wird bis zur Abnahme. Du hast rausgeschaut, die Steigleiter, die ist montiert. Ja. Und Panzerdeckel geht zu. So, dann gehen wir rüber zur Belüftungsanlage. Und Überdruck hast du kontrolliert, Thomas? Jawohl. Luft hast du bekommen? Jawohl. Kein Problem. Ja. Schauen wir nochmals. Wir erreichen die rote Marke, erreichen wir. Ist okay. Und der elektrische Anschluss vom Elektriker muss noch ausgeführt werden. Und dann ist der Schutzraum für mich eigentlich betriebsbereit. Ja? Ja. Habt ihr gut gemacht. Ja? Danke. In Deutschland heißt es oft, der Bau solcher Schutzräume sei zu teuer. Doch das Schweizer Beispiel zeigt, rechtzeitig geplant sind die Kosten überschaubar. Der Schutzraum kostet ungefähr 2% der Baukosten. Und runtergebrochen sind das ungefähr 500 Schweizer Franken pro Schutzplatz. Nein, denke ich schon. Man versichert ja heute alles und das ist für mich irgendwo auch eine Art Versicherung, dass ich sagen muss, wenn irgendetwas geschieht, habe ich irgendwo einen sicheren Platz, den ich beziehen kann. Auch den zweiten Schutzraum stellen die Monteure am Nachmittag noch rechtzeitig fertig. Der hält über 100 Jahre. Also eigentlich kann ich sagen, eigentlich ist es ausgelegt für die Ewigkeit. Die Unsicherheit in Europa wächst. Dank ihrer Schutzstrategie ist die Schweiz gut vorbereitet. Davon ist Deutschland weit entfernt.